Gut. Hallo, ich begrüße euch recht herzlich zum John Harris Fitness Tipp. Wie ihr seht, die Monika sitzt bereits schon auf dem Gerät drauf. Das sind die Reverse Flies heute. Für die Bürohocker unter uns, das ist für den Trapezius, für den Nackenbereich, für die, die immer nach dem Büro einen steifen Nacken haben, das ist die ideale Übung für euch. Los geht's, Monika. Wichtig bei der Übung zu beachten, Schulter und der Griff ist auf eine Höhe. Tief im Gesäß reinsetzen, Schulter zurücklegen und ins Hohlkreuz gehen. Das heißt, die Brust rausstrecken, damit wir das abisolieren können und maximale Kontraktion rausholen können. Wie die Monika das gerade perfekt macht, sie sieht ideal aus und das hilft euch. Und das ist kein Spaß, das ist wirklich etwas, was euch hilft. Das heißt, schaut, dass ihr euch regelmäßig für die Verkrampfungen im Nackenbereich habt. Das ist eine Übung, die erleichtert euch das Leben. Sehr schön. Und auch hier nicht zu viele Wiederholungen machen, 15 Wiederholungen reichen vollkommen. 3 bis 4 Sätze und ihr seid auf der sicheren Seite. Und auch hier, wenn Sie Fragen habt, der Trainer steht euch jederzeit zur Verfügung. Dafür stehen wir ja da. Okay. Das war der John Harris Fitness Tipp für heute. Wie ihr gesehen habt, ging es um den Punkt Nackenmuskulatur, Rückenstrecker, Muskulatur, Trapezius. Es geht nur darum, wirklich, wenn ihr euch nicht auskennt, holt euch einen Trainer. Die Übung ist nicht zu schwer, aber besser man holt sich einen Fachmann, der die Übung erklären könnt, als dass ihr etwas falsch macht. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.